gut. Wir haben also jetzt das letzte Mal das Telefon erhalten. Schauen wir mal, ob wir das nicht hier einsetzen können. Telefon mit Gabel. Was war das? So ein Dings rausgefallen. Wechselgeld. Das ist ja toll. Eine Münze, das ist gut. Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Kann man das eigentlich mit dem? Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Ah, wir können es nicht anhängen, das meint sie damit. Kabel. Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Aber ich glaube, die Kabel könnten wir reinstecken, da bin ich mir ziemlich sicher. Na gut. Polizeimarke mit Bild. Verboten gut. Okay. Okay. Was sagt Poki eigentlich zu diesem Raum? Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Jupp-Jupsen zu telefonieren pflegt, ist ja eines der Lieblings-Items, die man mit sich rumsteppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Edna halt erstmal Juppis Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins und eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann und dann halt dieses Spiel halt ganz natürlich mit sich weiter rumträgt. Und deswegen finde ich es auch schon fast ein bisschen schade, dass man den Telefonhörer hier an dieser Stelle tatsächlich physisch richtig benutzen muss, um aufzulegen, um halt an eine Münze zu kommen. Ja, das ist fast ein bisschen schade, dass man das Rätsel nicht weiter auf der Ebene lösen muss, sondern halt hier irgendwie in die Realität zurückkehren muss. Mhm. Ganz wichtig fand ich übrigens, um Ednas Charakter noch ein bisschen Tiefe zu geben, dass sie hier tatsächlich in diesem Screen das erste Mal für irgendetwas auch ein bisschen Respekt zeigt. Sonst ist ja eher von kompletter Respektlosigkeit geprägt. Also im Gespräch mit Harvey streiten sie sich darüber, wie man Respekt überhaupt schreibt. Das ist die Kunst der Insassen. Da wird Edna plötzlich ganz unangemessen mitfühlend, wenn sie sich die Sachen anguckt. Und das sind tatsächlich zwei der wenigen Objekte im ersten Kapitel des Spiels, die man nicht beschmieren kann und nicht kaputt machen kann, weil sie wirklich das als wichtig erachtet, dass die ihre Mitinsassen sich auf diese Weise hier an der Pinnwand ausdrücken. Ja, auch nicht schlecht. Okay, das heißt, warte mal, den Papagei haben wir gar nicht versucht anzumalen. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Okay. Harvey? Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Vogel einen Schnurrbart malen. Hey. Ach, Harvey. Na gut. In den Aufenthaltsraum. Wir haben jetzt eine Münze. Das ist gut. Wir könnten die Münze dem Droggelbecher geben. Nein. Männer wie Droggelbecher sind unbestechlich. Ich hab's befürchtet. Na gut, aber da rein müssen wir eh nicht so bald. Um ehrlich zu sein, ich weiß auch, wie man reinkommt und wir könnten auch schon rein, nur das Problem ist, wir können da drinnen sowieso noch nichts machen, also so gesehen brauchen wir auch nicht reingehen. Hey, was steht da? Ein Plakat? Wahnsinn. Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Oh. Ja, wir haben ja schon mit dem Alvador oder was weiß ich, wie der heißt, unten gesprochen, der braucht auch Löffel. Wahrscheinlich sind die Löffel deswegen verschwunden. Unten liegen ja auch die ganzen kaputten Löffel. Na gut. Wir bemalen eine Blume. Und wir schnitzen eine Blume. Nein. Hihi. So, links oder rechts oder ganz rechts? Nur für Personal. Oh, wieder zwei Personen. Guten Tag. Okay. Der spricht nicht mit uns. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Dann sprechen wir mal mit dem Typen hier. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrscheine? Ich sehe gar keinen Fahrschein? Zug. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam.
Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Oh, das klingt gut. Das heißt, wir könnten durchs Haus fahren damit. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Aha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Hm. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Wie bekomme ich denn einen Fahrschein? Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Okay, wer ist denn? Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Okay. Wer hat denn alles eine Karte? Das ist gut. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Hm? Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Hm. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Naja, 1, 2, 3, viele? Nein, 1, 2, viele. Hm. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's aus, Granatin! Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Art und Weise ist, mit dem armen Typen rumzusprechen. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Doch, schon wieder. So, warte mal. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Du benutzt die Tür da hinten. Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die drei genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und... Und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Das ist gut. Okay, Harvey. Was sagst du zu dem? Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Und was sagst du zu dem? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ein Kontrollfreak, der so aussieht, als wenn er nur bis 2 zählen kann. Das wird lustig. Das stimmt. Oh Gott, kann man bestechen. Was soll das werden? Ein Bestechungsversuch? Betrachten wir es als kleine Anzahlung für das Ticket. Ich muss das Ticket nur kurz noch aus den unteren Stockwerken holen. Am besten, ich benutze gerade das Wäscheliftsystem und... Nicht ohne Ticket. Verdammt. Wieso sind Ihre alle unbestechlich?
Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es aber nicht. Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es aber nicht. Na okay. Gut, ich glaube, hier kommen wir erst raus, wenn wir das Ticket haben vom Alumann oder vom Professor Nock. Gehen wir mal weiter. Yay, der Bienenmann. Und ein Haufen Zeug. Eine Zickzackschere. Die gehört schon uns. Damit können wir ganz tolle Dinge machen. Hihihihi. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Beschäftigungstherapie. Nehmen wir auch die Staffelei mit? Geht das? Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Kreativ betätigen, natürlich. Können wir sie anmalen? Ich nenne es A New Beginning. Hey, es ist Prinzessin Leia. Ist das cool? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wahnwitz. Platte wird die Leinwand nicht. Oh, nicht schlecht. Okay, Wachsstifte gibt es da auch noch. Können wir die auch nehmen? Entschuldigung? Die brauche ich noch. Oh, er spricht auch. Okay, die Wachsstifte kriegen wir nicht. Reden wir mal. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Der hat einen netten Akzent. Ich glaube, er ist Österreicher. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht werden die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinem eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Okay, warum hat man dich hier eingesperrt? Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Okay, wartet mal, ich muss was trinken. Ich könnte das eigentlich machen, während sie sprechen, gell? Was könnten wir fragen? Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Mhm. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Nicht schlecht. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Okay. Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Stimmt, weil es Ohrenschmalz ist. Am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion. Auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Ja.
Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Okay. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Okay, ich mach dann, mal eine Fliege. Nur zu. Mit dem kann man lustige Gespräche Hey, das ist ein Generalschlüssel. Den nehmen wir doch glatt. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Okay. Und umso mehr ärgere ich mich. Oh, es ist ein Kunstwerk, das sich der Generalschlüssel nennt. Oh Gott. Harvey, was sagst du zu ihm? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Mhm. Außer vielleicht das Bienenkostüm. Okay. Gabel? Brauchst du eine Gabel? So dringend wie einen dritten Fuß. Wow. Mit einem dritten Fuß wäre ich richtig kick-ass. Dann behalt die Gabel doch einfach. Topflappen. Brauchst du zufällig Topflappen? Zufällig nicht. Ich habe immer ein eigenes Paar dabei. Und das ist farblich auf mein Kostüm abgestimmt. Wow. Tauschen wir? Na gut, warum nicht? Toll. Wir haben Bienen. Bienentopflappen. Willst du telefonieren? Nicht nötig. Wir Bienen kommunizieren über unsere Tanzchoreografie. Echt? Verkehr. Dann kannst du mir vielleicht sagen, was es mit Stepptanz auf sich hat. Es ist eine Art Bienenhip-Hop. Topf. Magst du Töpfe? Die Frage ist mir zu persönlich. Was? Wie kann sie... Was hältst du von dem Typen, Harvey? Nein, nicht den Typen. Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Die Wachsstifte. Guck mal, Harvey. Wachsstifte. Cool. Wie viele sind es? 2. Mist. Das reicht nicht aus, um auf Riesenmonstergröße heranzuwachsen. Such weiter. Tokio wird nicht ewig darauf warten, von mir plattgetrampelt zu werden. Okay, das ist jetzt gruselig gewesen. Wir gehen weiter. Hey, wir sind in der Bar. Was haben wir hier alles? Hey, einen Kickertisch. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Ihr spielen alle wie Flasche leer. Oh, das könnt ihr auch nicht wissen. Trapattoni, sagt das irgendjemand was von euch? Das war ein Trainer von Bayern München. können wir ihn mitnehmen? Wenn du Kickertische verrücken willst, dann spiel gegen Metagames. Okay. Harvey? Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Auch nicht kickern. Kickern. Hä? Okay. Aber was machst du denn da, Edna? Ups, Ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Ja, das wird helfen. Okay, was haben wir hier noch? Einen Löffel und ein Fass. Das schauen wir uns auch an. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Das soll ein Löffel sein? Nehmen wir ihn doch mal. Hey, fass das ja nicht an. Okay. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Okay. Heißt das, es gibt nur noch diesen Löffel? Das heißt, wir sollten ihn uns besorgen.
Na gut. Ah, da gibt's noch was. Eine Cocktailkarte. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinktrink ist alles durchgestrichen. Okay, es gibt Stinktrink. Können wir das auch nehmen? Oh. So, mit wem reden wir zuerst? Mit Peter oder mit dem Barmann? Sprechen wir zuerst mit dem Barmann. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Okay. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Okay. Gut, wir reden zuerst mit Peter. Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Der klingt glücklich. Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Oh Gott. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Das ist ja genial. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Oh. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ich könnte dich hier etwas aufmuntern. Also zu verändern. Ich könnte dich hier etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Okay, es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draus machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Oh Gott. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, das genau. Das macht sie sehr gut, sehr gut. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Ja, und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Wieso geht er nicht weg? Ich will mit dem Barmann sprechen. Ach ja, genau. Aber das ist ein ähnliches Problem wie bei dem Typen vor den Fernsehern. Der geht nicht einfach so weg, egal wie gemein wir zu ihm sind. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Okay. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Sie ist echt freundlich. Aufmuntern. Ach ja, genau. Okay, deine Probleme sind vollkommen irrelevant. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet, sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet, bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen.
Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Okay. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ich hoffe, es geht ihm jetzt besser. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Hey, können wir hier auch das Licht aufdrehen? Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Okay. Ich lass dich wohl lieber alleine in deinem Leben. Wir werden ihn irgendwie anders wegkriegen müssen. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Ja, da bin ich überfragt. Ja, okay. Gut, warte. Können wir hier das Licht aufdrehen? Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Okay. Na gut, Kinder. Wir hören hier auf. Gehen wir da nach hinten dann rein? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, was da hinten ist, aber ich glaube, dafür brauchen wir vorher den Barmann. Hey, nein, da haben wir einen Becher. Nehmen wir den Becher. Steht schon was drauf. Was? Vorsicht, Frank, in Spiegelschrift. Okay. Seltsam. Okay, na gut. Verwenden wir den Becher mit dem Schacht. Und dann verwenden wir die Münze mit dem Münzschlitz. Kaffee. Wir haben Kaffee. Das brauchen wir ja. Der Kaffee. Versteht ihr denn nicht? Der Kaffee. Harvey bekommt keinen Kaffee. Er ist so schon vollkommen überdreht. Mhm. Niggidi, biggidi, niggidi, biggidi, niggidi, biggidi. Kuckuck. Was hältst du davon, Harvey? Hui. Eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standardgreifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Okay. Schnippeschnappe. Die kommt ja kaum durch Papier. Wie soll sie dann Holz schneiden? Hm, schade. Aber anschreiben können wir sie. Ha, ich wusste es. Und schmutzig machen? Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Nicht schmutzig machen? Ärgerlich. Topflappen? Es gibt dezente Unterschiede zwischen Sitzkissen und Topflappen. Erklär sie mir. Es sei denn, es hat was mit heißen Hintern zu tun. Dann behalt's lieber für dich. Okay, dann behalte ich's für mich. Gut. Ja, wir gehen wieder raus und bevor wir den Kaffee unserem Freund, dem Bienenmann, geben, hören wir für heute auf. Ja, wir sind wieder beim Bienenmann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.